Talisman. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Wahrscheinlich gegen den Baron. Tja, das war ein kleiner Frauenschläger. Zumindest wenn er besoffen war. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Kann ich den bitte töten? Na, Suche beendet? In dem Zimmer sind Kampfspuren. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Jemand hat Wein auf dem Absatz verschüttet. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erwelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Weißt du etwas über dieses Amulett? Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich muss mit dem Weideler reden. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Ja, oh, wir sind Level up. Cool. Wurde auch Zeit. Nehmen wir nochmal das Igni-Zeichen. Ihr wisst ja, hin und her und so. So, da ist doch schon mal was. Sind wir Level up? Und dann gucken wir uns mal hier richtig in dieser Burg um. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo einen Schmied. Hier muss es doch einen Schmied. Geht's hier raus? Nein. Wo geht's hier raus? Hier. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Ich bin auf der Durchreise. Tja. Nicht gerade der beste Zeitpunkt. Das wird ein neues Modell. Aus zwei Teilen. Das ist mir schon wieder in dich gefahren. Wart doch mal ab. Ich brauche sie nur mit Nieten zu verbinden und lose zu klammern. Dann können sich die Teile frei bewegen. Cool, ich glaube, hier werde ich mal... Wie kann ich helfen? Ich suche einen Meisterschmied. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ginge das denn? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede.
Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Okay, wisst ihr, wo die Schmiede ist? Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Lebt wohl. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellig bin. Lebt wohl. So, du bist doch Schmied. Wie kann ich helfen? Was hast du im Angebot? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ich brauche Reparaturen. Dringende Reparaturen. Habe ich jetzt alles repariert? Ups. Kann ich mir irgendwas basteln? Ich habe doch in letzter Zeit so viele Rezepte gefunden, oder? Guckt euch das... Ach, das ist ab Level 30, ups. Das hier wäre aber gar nicht schlecht. Was fehlt mir denn? Habe ich... Leder und Zwirn. Leder und Zwirn. Okidoki. Das dürfte sich doch... Oder warte mal. Handeln. Hast du Leder und Zwirn? Da sehe ich doch schon Leder. Leder. Wie sieht jetzt nochmal Zwirn? Zack. So. Jetzt baust du mir das Ding aber, ja? Dann werde ich auch diese hässliche grüne Teil da los. Kostet mich... Ja, das kostet mich was. Ist zwar jetzt nicht das beste Ding, aber... Was man hat, das... Leb wohl. So. Schließlich hat das Ding sogar noch eine Rune. Ja, also, ich sag mal so, es ist gewöhnungsbedürftig. Adrenalingewinn, Chance auf Bluten. Ich mach mal Adrenalin. Ach so, ja, warte, Rüstung, das kann ja nur da rein. Art, Irden, Igni, Igni. Ja, besser wie gar nichts. Also. Warte mal. Da sind doch noch Quests. Warum laufe ich denn nicht dahin? So, Wahrsagerei, ehrlich und hellsichtig. Viele Jahre habe ich hinter mir und jedem davon viel durchgemacht. Dafür haben die Götter mir die Gabe des Sehens gewährt. Welche Hand ich auch ansehe, ich habe sogleich Visionen vom Schicksal der Hand, ihres Besitzers und aller Dinge, die sie berühren wird. Manche nennen es Hexerei und unwidernatürlich. Doch es ist nur eine Begabung wie viele andere. Mancher ist beim Schwimmen unschlagbar, ein anderer weiß trefflich zu fiedeln, wo die meisten der Geige nur Gequietsche und Gekrächze entlocken. Wer sich nicht fürchtet, sein Schicksal zu fahren, der besuche die alte Raksche. Unsere Heidelbeer ist gestorben. Habe ich das nicht schon gelesen? Egal. Meine Tochter Heidelbeer, eine liebliche Maid, und unser Augapfel starb in diesem Jahr, dem vierten ihres kurzen Lebens. Wir begruben sie auf dem Friedhof bei der krummen Birke. Wer ihr einen Erdklumpen hinlegen oder eine Kerze anzünden möchte, tu es dort. Gewinnt, ja, das lese ich nicht. Gewinnt bin ich sowieso kein Fan von. Faustkämpfe. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, den Fischfresser Jonas und den Feldwebel. Auftrag Kreischling. Wen es interessiert, hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krähenfels eingenistet hat und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässliche, gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Pferderennen.
Wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir. Ich erkläre alles weitere, aber damit es gleich klar ist. Es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Ah. Das war nicht schlecht. Wer kein Geld dabei hat, soll sich verpissen. Ja gut. Ist auch eine Möglichkeit. Fliegende Fäuste wählen. So, wir schauen jetzt erstmal auf die Weltkarte. Wir dürfen jetzt wieder viele Fragezeichen haben. Ja. Theoretisch würde ich schon fast sagen, wir gehen die etwas längere Runde. Was meint der mit längere Runde? Wir nehmen die zwei. Gehen hier. Scheiße, von da gibt es keine Brücke. Wir gehen hier so. So. Zack. Ne, so. So. Und dann wieder so. Da kommen wir beim Weideler an und haben trotzdem noch ein paar neue Gebiete gefunden. Plötze. Blödes Pferd. Du da, Weißer. Glaubst du etwa, deine zwei Schwerter können es mit 40 aufnehmen? 40. Sehr witzig. Als ob du 40 Schwerter hast. Ich hätte mir vielleicht das Gebiet markieren sollen, wo es hingeht. So, da geht's hin. Wo ist mein blödes Pferd schon wieder? Warum kommt das nicht? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein bisschen buggy. Plätze. Da ist es. Da wurde auch Zeit, dass du kommst. Hatte ich nicht eigentlich auch mal was anderes? Ich hatte doch auch diese Geisterdame da. Bomben. Plätze. Mittagserscheinung. Bonuserfahrung bei Humanoiden. Was macht das? Chance auf Verstümmeln 10%. Bonuserfahrung nehme ich mal ganz fix mit. Das könnte ganz hilfreich sein. Was bist du denn für ein Pausenclown? Ronwit vom Sümpfle. Halt! Zum Zweikampf. Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwit vom Sümpfle. Gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. mein Beileid, ja. Das war so gut getroffen. Na gut, los geht's. Zu Diensten. Bringen wir es hinter uns. Na komm. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... nächstes Mal bringe ich dich um. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Ja, 25 Erfahrungspunkte war ja schon mal nicht schlecht, ne? Hier ist scheinbar ein verlassenes Dorf oder die schlafen alle. Da will ich jetzt nichts Blödes erzählen, aber das Haus sieht mir zu kaputt aus, als ob da noch jemand drin leben könnte. Wir haben uns lange aufhalten lassen von diesem Sümpfle. Passt mal auf, Freunde. Jetzt geht's rum! Jetzt geht's rum! Sein Schwert zu rennen!
Oh,